Michael, Frage zu Anfang. Was ist denn der Ecodorn eigentlich? Ja, also den Ecodorn haben wir jetzt mal mitgebracht, der liegt hier. Die Funktion ist die, dass zwei Deckenplatten miteinander verbunden werden, die aber über eine Dehnfuge Bewegung aufnehmen sollen, aber gleichzeitig natürlich sehr hohe Querkräfte von der einen Plattenseite auf die andere übertragen werden können. Wie bekomme ich jetzt diesen Ecodorn da rein? Ja, dafür haben wir unsere Bemessungssoftware. Dann erklär uns doch mal die Vorteile der Ecodorn-Software. Ja, sehr gerne. Wir sehen jetzt hier einmal die verschiedenen Anwendungsfälle, die hier ausgewählt werden können. Wir bleiben mal beim Beispiel Platte an Platte, wählen hier unten den Ecodorn aus. In unserem Beispiel hier haben wir eine Fugenlänge von 9,12 m. Die Fugenbreite wird geschalt mit 20 mm und die Plattendicke ist in unserem Beispiel 260 mm. Im Reiter Lasten geben wir jetzt in diesem Beispiel mal eine gleichförmige Linienlast ein, schalten hier um auf die Bemessungslast und geben die 68 kN pro Meter, die hier angegeben sind, auf der Statik ein. Bemessen jetzt diesen Bereich und bekommen jetzt als Ergebnis ein WN70 vorgeschlagen, 9 Elemente. Man sieht hier schon die Zusatzbewehrung. Das Ganze endet dann in diesem Report, wo nochmal die Geometrie, die Last und natürlich auch die Zusatzbewehrung zusammengefasst ist. Okay, also zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich aus der Software einen Report bekomme, den ich dann an meine Statik anhängen kann, der auch prüffähig ist und der alles umfasst, was den Querkraftoren angeht. Ganz genau. Peter, wie können deine Supports dazu beitragen, dass wir dann das Ganze in Allplan als Einbauteil exportieren können und dann auch platzieren? Also es ist wirklich super simpel, wenn die Bemessung erstmal da ist, dann nehme ich das Ganze und anhand der Datenmengen kann ich das ganz einfach in Allplan einfügen. Hier sind wir schon live im Geschehen. Wir sehen hier jetzt eine Decke und in Allplan drin switche ich dann in die Isometrie, dann zoome ich mich an die Fuge ran und hole mir einfach das richtige Subpart. In dem Fall ist es der Querkrafttorn. Den doppelklicke ich einfach und jetzt kann ich alle möglichen Einstellungen vornehmen. Ich kann hier den Typ auswählen, zum Beispiel WN oder WQ, aber in dem Fall war es in der Bemessungssoftware der WN und ich switche jetzt von der Kategorie 100 auf die 70. Und live sieht man jetzt gleich im Langtext hat sich die 70 angepasst und die Brandschutzmanschette deaktivieren wir und auch der Langtext passt sich dementsprechend wieder an. Und jetzt verlegen wir das Ganze. Ich wähle hier unten einen Drehwinkel aus und dann hange ich mich entlang der Decke und verlege den ersten Randabstand. In dem Fall waren es 56 cm. Und drücke einmal Enter. Fertig. Der erste wäre jetzt fertig, aber ich kann den auch wieder reaktivieren. Dieses Einbauteil ist kein starres Produkt, sondern das ist selber ein Generator. Ich kann den jederzeit wieder reaktivieren und abändern. Im Linkbereich habe ich die Möglichkeit, den Verlegeplan mit anzuheften. Der wird dann hier verlinkt. Ein Hyperlink anzufügen. Zum Beispiel wäre hier der richtige Baustellenplan dann zur Verfügung. Und die Ausschreibungstexte werden auch automatisch mitverlinkt. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch einmal verlegen. Das geht so fix. Ich habe dafür den Shortcut einfach kopieren und einfügen. Und jetzt kopiere ich einfach dieses eine Einbauteil, gebe die Stückzahl an, habe ich anhand der Bemessungssoftware erkannt, 8 Mal und den Abstand 1 Meter. Zack, et voilà, und das Ganze ist verlegt. Das ist ja wirklich super einfach und smart, wie deine Supports funktionieren. Gibt es jetzt noch weitere Mehrwerte für den Nutzer? Absolut, vor allem im Zeitalter von BIM braucht man jetzt nur noch einen Browser und da kann der Tragwerksplaner einfach den Architekten oder auch die Baufirma mit einladen und die haben dann direkten Zugriff auf alle Daten in dem Projekt, vor allem auch auf die Einbauteile. Man kann schauen, was verlegt wurde, man hat jegliche Daten davon, alle Parameter parat und man kommt direkt auf den Ausschreibungslink von ausschreiben.de und kann sich somit den Ausschreibungstext direkt reinkopieren. Bleibt zum Schluss nur noch eine Frage. Was mache ich jetzt, wenn ich Probleme damit habe? Natürlich, wenn es zu der Software, wir haben da ja nur sehr wenig gezeigt, wenn es da Rückfragen gibt, gerne an mich wenden. Zu den Subparts natürlich an den Peter. Ja, und am einfachsten ist einfach in Allplan über Support oder über Partner oder Premium Partner klick und schon kommt man sofort zur Supportseite und hat den richtigen Ansprechpartner für das richtige Produkt. Dann möchte ich mich bei euch beiden bedanken, für eure Zeit, für euren Input und freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, sehr gerne, das Sehr freue mich gerne. auch. Ja, super.